So viel zum Thema, wenn man spontan die Route umplant, wenn man die Fähre nicht mehr bekommen hat. Und gerade in so einer Hofanlage durch einen Innenhof irgendwie und dann hinten raus der Weg gezeigt wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Richtig. Okay, here we go. Jetzt geht's auf den Single Trail mit dem vollgepackten Fahrrad. Wahrscheinlich bergrunter, weil ich bin eben richtig viele Höhenmeter hoch. Ich bin gespannt. Ja, genau. Was ist mit dir? Alter. Ob der mich verarschen will. Hier sieht es nach geilen Zeltplätzen aus, auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich einfach hier schlafen. Ich weiß es nicht, aber nee, muss ja. Muss ich morgen hier hoch. Mach ich lieber jetzt. Schieb den Ball. Immer den Berg hoch. Du! 1 km pro Stunde. Mindestens. Yeah. Warteln. Kommen die auch mal so richtig zum Einsatz. So, mein Licht brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das kann ich jetzt auch ausmachen. Oder sonst, ja, dass die Elche, Wölfe oder sonst irgendwas mich sieht, bevor sie mich überholen. Damit sie mich nicht umrennen, aus Versehen. Oder Bären, natürlich, habe ich vergessen. Spätler, hier unten, glaube ich mal, gibt es noch keine. Oder, soll ja was geben, soll ja auch Leute in Italien auf Bären treffen. RIP my Beileid übrigens. Aber irgendwie ist ja schon geil zu sehen, wie sich diese kleinen Bäumchen hier überall diesen Weg zurückholen. So, los Bäumchen. Nach 20 Jahren, dann habt ihr den Weg wieder für euch. Diese blühen hier. Wow. Guck mal, kleine Mini-Bäumchen. Wachsitz. Oh, reißender Fluss. Oh nein. Zack, zack. Ja, so ist das. Die Steigung ist auch bald. Was sagt er denn? Ach, noch 400 Meter Steigung. Aber das steilste Stück habe ich gleich geschafft. Yes. Der piepst immer noch fröhlich vor sich hin. Ich muss dieses Piepsen mal irgendwie ausschalten. Aber irgendwie ist auch schön. Das ist wie so ein kleiner Freund, der mit mir redet, wenn ich schon hier ganz allein unterwegs bin. Wow, keine schöne Blume. Bist du auch mein Freund? Schön. Ich frage mich bei solchen Dingern immer so alten Ruinen. Irgendjemand muss jemand mal auf die Idee kommen und sagen, hey, hier ist eine geile Stelle. Lass mal hier eine Hütte bauen. Ich kann es mega verstehen, es ist eine verdammt gute Stelle. Aber waren das ein Außenposten, waren das Farmer? Wahrscheinlich Farmer, oder? Das waren doch eh alles Bauern damals. Ja, finde ich spannend. Mystisch. Moosbewachsen. Irgendwie bin ich hier gerade falsch abgebogen. Ich glaube, da vorne ist der Trail. Entschuldigung, Bonne. Ich muss hier durch. Ah, Matschloch, geil. Ah, warte, wo geht's? So. Ja, das ist ja hier die Autobahn wieder. Man sieht es ja direkt. Das ist ein Riesentrat. Ja, aber laut der App bin ich jetzt nicht mehr auf dem Weg. Ich glaube, das ist irgendwie... Ich werde schon ankommen. Ich bin mitten in der Pampa. So richtig. Ich habe gerade immer noch Gänsehaut, weil irgendwo irgendwo was weggeschreckt ist und seinem Hardcore geraschelt hat. Und ich bin so voll... Ach ja, und über diese kleinen Höhlen, da gucken mich doch Augen an. Ich sehe es jetzt schon. Nee, ich müsste eigentlich ein bisschen nach rechts, glaube ich. Ich habe das Fahrrad wieder so eine ultra steile Stelle hochgetragen. Ey, ich werde kirre. Das ist doch der Regen, sage ich dir. Aber ich glaube, ich muss da wieder ein Stückchen zurück und hier einmal im Kreis. Ich glaube, ich gehe erstmal scouten kurz ohne Fahrrad. Ich habe wieder sowas wie einen Trail gefunden. Ich glaube. Vielleicht hat aber auch ein Biber irgendeine Tracking-App angehabt und hat sich hier seine Laufbahn irgendwie getrackt. Oder doch nicht? Ach du Scheiße, Alter. Was? Ich hab's einfach Tierpfade. Das sind gar keine richtigen Pfade. Was?
Ich habe wieder sowas wie einen Weg gefunden. Allerdings glaube ich, das ist eher so ein Wanderweg der Wikinger noch oder sowas. Oder wie gesagt, vom Biber. Putze, Mann. Was ist Biber, putze der? Die kleinen Bäumchen, die ich eben gesehen habe, denen ich so viel Glück gewünscht habe. Ihr könnt euch mal. Nee, Quatsch. Ist das wieder geil. Und jetzt geht's wieder nicht weiter. Ja, happy birthday, aber mein Fahrradcomputer sagt, ich habe den Gipfel erreicht. Wow. Ich gehe jetzt da hochrennen und guck. Zum Not trage ich das Fahrrad halt wieder hoch. Und einen Haufen Elchscheiße gefunden. Ist noch nicht so alt. Ist schon gut getrocknet, aber noch nicht frisch. Immerhin. Boah, kein Bock, dass mir so ein Ding vor in die Füße rennt. Beziehungsweise umhaut. Wie kommt denn der hier eigentlich durch? Vielleicht war es auch noch ein Steinbock. Ich weiß nicht, ob es hier Steinböcke gibt. Oh, das ist doch ein Fahrrad hier, nicht? Ah, yes. Ja, jetzt links abbiegen, sieht man ja. Ist ja offensichtlich. Ah, noch mehr Elchscheiße. Ich nenne es jetzt einfach mal Elchscheiße. Ich fühle noch nie so bewusst und aufmerksam durch die Natur gelaufen. Ah, der abgebrochene Baum. Sind wir jetzt bei Jurassic Park oder was? Ah, guck mal, es geht bergab. Alter. Ich habe es geschafft, da unten ist normale Straße. Das, was ich jetzt umfahren wollte, das hat sich, also ich habe gesehen, ich hätte einfach, keine Ahnung, das waren 10 Kilometer oder so. Aber es hat mich gerade, wie lange hat es mich gekostet? Ich habe gerade geschaut, das hat mich jetzt eine knappe Stunde gekostet. Bisschen mehr. Und ich glaube, wenn ich die Landstraße außen rumgefahren wäre, dann hätte ich das Ding in einfach 20 Minuten Maximum. Und das genau an der Stelle, wo ich voll denke, okay, ich mache richtig schnell. Das war wieder ein Zeichen. Langsam und gechillt. Abenteuer. Ich muss mich echt immer wieder daran ermahnen, beziehungsweise mir das bewusst machen. Genieß es. Das war jetzt auch gerade ultra geil. Ich habe wieder aber gemerkt, ich hatte schon so ein bisschen Gänsehaut und Öl, weil auch Norwegen so komplett neu für mich ist und die Natur und die Landschaften, das habe ich immer, wenn ich irgendwo bin, wo ich die Natur noch nicht so kenne, vor allen Dingen halt auch so das Tierdasein, sagen wir es mal so. Ja, okay, was gibt's hier mehr? Elche, Wölfe vielleicht und Bären, aber im Süden ja auch weniger. Aber ja, trotzdem ist es dann immer so ein mulmiges Gefühl. Deswegen hatte ich auch keinen Bock gehabt, da oben jetzt in dem Waldstück hin zu zelten. Ich akklimatisiere mich erstmal schön an den Fjorden und an den Seen und sowas, bevor es dann irgendwann in den Wald geht. So viel dazu. Also, Peace, ich bin raus.